Liebe Sigi, meine Oma, die Philomena, die hast du noch gekannt, gell? Die mir gestrickt hat. Ja. Und die hatte eine Singer-Nähmaschine, eine uralte, von 1898. Und da haben wir immer, habe ich immer zugeschaut, wie meine Oma schneidet. Und bei der Singer-Nähmaschine war unten ein Fach mit den Schiffen. Ein Schiff ist ein Schiffchen, ein Nähmaschine, ein Nähschiffchen ist ein Gegenstand, ein Objekt, das vorne spitz zuläuft. Es sieht so ähnlich aus wie eine Patrone, eine Hochkaliberpatrone, also ein 45 oder was. Und innen drinnen ist, das ist jetzt zwar aufschieben und ist mit dem Sicherheitsverschluss, und innen drin ist das Garn aufgewickelt, das man zum Nähen ja braucht. Und dann kann man das einschalten bei den teuren, also bei den bei den sehr hochmechanisierten Singer-Nähmaschinen war das so, wie schnell das Schiffchen rennt. Und hat man verschiedene Inputs gebraucht, hat man das wählen können, das Garn, die Inputrolle, push, hat man hineingefüllt. Und dann das Weberschiffchen laufen lassen. Und je schneller das Weberschiffchen läuft, man betätigt die Nähmaschine damals mit der Hand, beziehungsweise mit der Fuß, oder mit allen Beinen, also und oder verknüpft, also mechanistisch geschaltet die Maschine. Das ist interessant für Maschinenbau damals. Hochleistungstechnologie, die damalige Zeit, 18. Jahrhundert. Also, denk an die Nähmaschinen-Erfindung, Singer und so weiter. Und je schneller natürlich diese Spule, das Weberschiffchen läuft, desto schneller ist das Garn zu Ende. Desto schneller ist es fertig. Das ist eine Allegorie für das Leben. Das hat mir die Oma immer gezeigt. Ich weiß nicht, aber 5, 6 Jahre habe ich mir zugeschaut, oh Mama, lassen wir das Schiffchen, nehmen wir es mal raus, bitte, lassen wir es anschauen. Dann, das tat ich so gerne, die Buben, die immer bei der Nähmaschine dabei sein wollen. Weil da hat die Oma natürlich streng bewaffnet. Das ist die Singer-Nähmaschine, die darfst du normal nicht berühren. Normalerweise nicht, aber heute, weil es Geburtstag hast. Das machen immer die Dinge. Das Weberschiffchen in der Singer schreiben wir. Und weil ich gerade Singer, das ist nicht nur der Nähmaschinenerfinder, ein berühmter Name für Nähmaschinenerfinder Singer, sondern es gibt auch Benjamin Singer, also der Jiddisch, also ich weiß nicht, der Friedensnobel hat er nicht erhalten, Literaturpreis, also Nobelpreis für Literatur, Benjamin Singer, jüdische Sprache. Sofort, Mom. Jüdische Sprache. Einer seiner Hauptwerke war der Teufel in Korea, der Satan.